Bei ausgelassener Stimmung und fetziger Live-Musik aus den 50ern schwang am 22. Mai auch der eine oder andere Bewohner des Seniorenpflegezentrums in der Perleberger Ackerstraße gerne das Tanzbein. Auch in diesem Jahr hatte das Team der Einrichtung zum traditionellen Sommerfest geladen. Ein besonderer Anlass, auch für Leiterin Liane Heimann, war an diesem Tag das 10-jährige Jubiläum des Seniorenpflegezentrums. Ein besonderes Dankeschön galt deshalb auch den Mitarbeitern, die bereits seit dem ersten Tag zum Team gehören. Stolz bin ich auf meine Mitarbeiter, denn ich meine, ich kann nur so gut sein oder die Mitarbeiter auch so gut wie meine Mitarbeiter sind. Und die sind gut. Ja? Ich habe auch nicht das Problem des Personalmangels, das kann ich wirklich voller Stolz sagen. Sicherlich ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber ich glaube, wir machen das ganz gut hier. Und die Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus, das kann ich nur immer wieder hervorheben, das ist super. Passt schon, weiter so. Zufrieden mit der Entwicklung des Standortes des jetzigen Seniorenpflegezentrums zeigte sich zur Eröffnung auch Kreiskrankenhaus Prignitz-Geschäftsführer Carsten Krüger. 2008 wurde die Einrichtung auf einem Teil des ehemaligen Krankenhausgeländes in Betrieb genommen. Und nach einer knapp einjährigen Bauphase wurde am 22. Mai jetzt auch der neue Anbau auf dem Sommerfest offiziell eingeweiht. Ich denke, es war eine vollends richtige Entscheidung. Erstmal die Nutzungsart, also als Seniorenpflegezentrum hier zu agieren und auf der anderen Seite hier doch eigentlich sehr zentral noch in Perleberg den Standort weiterzuentwickeln. Und auch ein Blick in die neuen Räumlichkeiten durfte beim Sommerfest nicht fehlen. Diese fügen sich sowohl außen als auch innen nahtlos an die bestehenden drei Wohnbereiche des Seniorenpflegezentrums an. Mit dem Anbau konnte zudem auch die Wohnqualität für die Bewohner der Einrichtung verbessert werden. Der Anbau war wichtig in dem Sinne, indem wir der Strukturqualitätsverordnung, so nennen wir das, nachkommen. Das heißt, jeder Bewohner hat dann mit Fertigstellung des Anbaus ja nun ein Einzelzimmer und ein eigenes Bad. Und das war uns sehr wichtig hier in unserer Region. Wir konnten dank Herrn Hoppe das Grundstück dazu kaufen, den Erweiterungsanbau tätigen. 12 meiner Bewohner haben somit schon ein neues Zuhause gefunden. Der Platz gab es her, dass auf jeder Etage heißt über 3 Etagen verteilt, es sind 3 Stück, 2 Plätze dazu, das heißt, ich konnte 6 neue Heimbewohner aufnehmen. Also insgesamt sind wir jetzt 78 Heimbewohner. Überschaubar, familiär, macht Spaß. Mehr als genügend Gründe, das diesjährige Sommerfest ausgelassen zu feiern. Und das ließen sich die Bewohner und das Team des Seniorenpflegezentrums Perleberg am 22. Mai auch nicht nehmen.